Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das diesjährige Amphi-Festival sowie um einen Besuch bei meiner besten Freundin Alice in her Partydress und einem großen Gothic Hall. Gegen Ende Juli findet einmal im Jahr in Köln das Festival Amphi-Festival statt. Das ist aus dem Bereich der schwarzen Szene und so habe ich quasi einen Besuch bei meiner guten Freundin mit dem Festival verknüpft. Und am ersten Abend, als ich sie besucht habe, haben wir uns noch einmal einen ruhigeren Abend gemacht, haben abends noch eine Shisha-Bar besucht und sind dann am nächsten Tag zusammen aufgebrochen. Begonnen haben wir das Ganze mit einer Shoppingtour durch die Innenstadt. Da waren wir in diversen Geschäften, unter anderem einem Gothic-Shop, einer Boutique mit diversen Schmuckstücken und dem TK Maxx. Für alle aus dem Bereich der schwarzen Szene oder Halloween-Liebhaber dürfte das ein klares Zeichen sein, da bereits schon Mitte des Jahres die ersten Halloween-Dekorationen verkauft werden, zu denen ich auch nachher kommen werde. So sind wir erst einmal durch die Stadt gewandert. Haben noch etwas gegessen, haben an einer Eisdiele Halt gemacht und auch an einem Gothic Shop. Da bin ich jetzt allerdings nicht fündig geworden, aber später dann in einer Schmuckboutique, die wirklich sehr, sehr schöne Schmuckstücke hatte, zu denen ich einfach nicht Nein sagen konnte. Da möchte ich euch nun einen kleinen Einblick geben. Das erste Paar wären diese wundervollen Kreuzrosenohrringe mit schwarzem Herz. Sehr im Stile der Alchemy Gothic Halskette gehalten, die allerdings ein rotes Herz aufweist. Und da ich das persönlich so passend fand, auch diesen Stil so Alchemy Gothic mäßig und das in einem normalen Geschäft, fand ich das auch wirklich sehr ansprechend und wunderschön. Und so habe ich diese Ohrringe dann gleich zu meiner Sammlung hinzugefügt. Die waren, wie auch die kommenden Schmuckstücke, von der Marke Lovisa, da habe ich jetzt vorher noch nichts bestellt, das ist aber auch wirklich sehr zu empfehlen, da wie gesagt alle drei Schmuckstücke von dieser Marke sind. Das nächste Paar wären einmal diese wundervollen viktorianischen Ohrringe mit schwarzen Steinen. Wirklich sehr schön filigran gearbeitet, auch wirklich wundervoll zu dem viktorianischen, dunkelromantischen Stil passend. Und da bin ich doch immer wieder erstaunt, dass es in so vielen normalen Läden auch immer wieder Dinge aus dem Gothic-Bereich gibt, beziehungsweise welche, die darin sehr gut passen. Und so habe ich auch noch ein weiteres Stück erworben. Das wäre diese wundervolle, wenn auch sehr schwere Perlenhalskette mit diversen schwarzen Perlen, auch wirklich sehr, sehr lang. Das passt wunderbar zu sehr vielen Outfits, auch zu schlichteren Outfits, wodurch das Ganze noch etwas hervorsticht. Es sind verschiedene schwarze Perlen und auch einige silberne. Und da ich persönlich sehr gerne schwarze Perlen trage, die allerdings doch recht schwer zu finden sind, da es meist eher diesen altmodischeren Stil aus dem Bereich älterer Damen vertritt und recht wenig Gothic-Touch bietet, habe ich dann doch eher eine schwerere Auswahl. Und dieses Modell, das hat einfach wunderbar reingepasst in das Schema, wirklich so toll mit diesen ganzen verschiedenen Ketten. Und so habe ich dann diese drei tollen Schmuckstücke in diesem Laden gefunden. Später waren wir dann, wie gesagt, noch in dem TK Maxx. Das war der TK Maxx in Bonn. Da Bonn und Köln ja auch nicht so weit auseinander liegt, haben wir uns gedacht, das liegt auf dem Weg. Da schauen wir auch mal vorbei. Und so habe ich dann einmal diese süßen Geistgeschirrtücher erworben. Wirklich sehr süß mit goldenem Glitzer. Ich hoffe, man sieht das jetzt irgendwie in dem Video. Und diesen schwarzen Fledermäusen und einem schlichteren schwarzen Tuch.
wirklich sehr, sehr süß. Weiterhin ein wirklich unglaublich schönes Modell, eine Schneekugel aus dem Gothic-Bereich, da ich auch Schneekugeln sehr, sehr schön finde und auch im vergangenen Jahr bereits drei Gothic-Schneekugeln erwerben konnte. So hat sich nun dieses tolle Modell in meine Sammlung eingefügt. Sehr okkult gehalten, wirklich sehr schön gearbeitet. Die ganzen Akzenten wirklich filigran. Ein wirklich wunderschönes Modell. Und nun komme ich zu meinem absoluten Favoriten. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Fließdecken liebe, vor allem aus dem Halloweenigen Bereich. Und ich habe bereits ein ganzes Jahr schon nach dieser Decke gesucht, da ich sie im vergangenen Jahr in keinem TK Maxx finden konnte. Da der TK Maxx in unserer Nähe auch leider nie Fließdecken anbietet, oder ich war jedes Mal zu spät. Ich weiß es nicht, es ist halt nur ein kleiner Laden. Und diese Decke habe ich schon so lange gesucht, das wäre dieses süße Geistermodell. Mit weißen und beigen Geistern und einer orangenen Aufschrift Bu. Wirklich sehr süß und sehr, sehr weich. Und wie gesagt, dieses Modell, da habe ich schon ein Jahr danach Ausschau gehalten und das habe ich dann endlich in diesem TK Maxx erwerben können. So, nun aber genug von dem Gothic Hall. Schließlich wollen wir auch noch über das Amphi Festival sprechen. Da war ich in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal. Und so habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst, wie das aufgebaut ist, was da so auf mich zukommt. Es ist natürlich etwas kleiner als das WGT oder das Mera Luna, aber dennoch ein sehr schönes Erlebnis. Bei dem Amphi Festival ist das Besondere, dass einige Bands auf einem Schiff spielen. Das hat man auch schon gesehen, als man auf das Gelände gelaufen ist, dass am Rande einige Schiffe gestanden sind und in deren Inneren fanden dann auch einige Konzerte statt. Das war wirklich ein tolles Erlebnis, da ich noch nie auf einem Schiff ein Konzert besucht habe. Und dazu komme ich dann aber später noch, auch mit den dazugehörigen Bands. Was auch sehr besonders ist, dass es auf dem Amphi Festival, da es so wassergelegen ist, eine Strandpromenade gibt. Da ist dann quasi wirklich ein Sandstrand aufgebaut mit Liegen, wo man dann wirklich so dieses Gefühl von Karibik hat. Da kann man sich dann einmal niederlassen mit dem Gefühl, am Meer zu sein. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und obwohl es dann leicht geregnet hat, im Nachhinein saßen wir dann doch zur rechten Stunde am Anfang noch dort und haben uns dann noch ein bisschen ausgeruht und sind im Anschluss weiter über das Gelände gegangen. Dort gab es auch einige Shoppingstände, allerdings eine kleinere Auswahl. Das ist wie gesagt ein kleineres Gothic Festival. Und dort bin ich dann auch fündig geworden. Da möchte ich euch einmal auch ein paar kleine Einblicke geben. Zuallererst habe ich natürlich wieder bei meinem geliebten Räucherstäbchen Standhalt gemacht und habe mir diese orientalischen Räucherstäbchen geholt. Das sind meine absoluten Lieblinge. Und wo wir schon beim Thema Duft sind, gab es dort auch wieder einen Parfüm Noir Stand, bei dem ich quasi nie Nein sagen kann. Und da gab es zwei neue Düfte, beziehungsweise neu für mich, kannte ich noch nicht. Und da habe ich dann einmal zugeschlagen. Das wäre einmal Marius Resurrection. Dieser Duft ist Opium, Vanille, Amber und Patchouli. Eine wirklich sehr, sehr tolle Mischung. Es riecht auch sehr, sehr süß und ist auch bereits zu meinem neuen Favorit geworden, neben Vampire Romance, was immer mein absoluter Favorit bleiben wird. Und weiterhin Baldas Trauma. Ein auch wirklich sehr angenehmer Duft aus Patchouli, Vanille und Moschus. Auch wirklich eine ganz tolle Kombination. Und dem anderen tatsächlich nicht unähnlich, allerdings etwas herber in seiner Ausführung. Und so habe ich ein etwas süßlicheres Parfüm und ein etwas herberes, was beides wirklich für sich sehr, sehr gut duftet. Wirklich sehr zu empfehlen. Ich liebe die Düfte von Parfüm Noir und Teufelsküche. Das sind wirklich ganz tolle Gothic-Parfüms, wirklich sehr zu empfehlen. Dort haben wir dann auch wieder ein paar Freunde getroffen, unter anderem an den Shoppingständen. Und da gab es auch einen Laden, der selbstgemachte Buchhüllen herstellt
Und so habe ich mich für dieses wunderschöne schwarz-violette Modell mit glitzerndem Stein entschieden. Und dann das auch zu gutem Grund, denn dies wird die Hülle für unser Hochzeits-Gästelistenbuch werden. Da ich mich dazu entschieden habe, so nach und nach mal einige Objekte dafür zu kaufen, so Kleinigkeiten, Kerzen, das Gästebuch, so Stück für Stück, da das Ganze dann doch recht kostspielig sein wird und ich möchte da auch genug Zeit und Planung investieren. Und so habe ich dann einmal mit diesem Büchlein angefangen. Und zu guter Letzt gab es noch einen Stand, der Bändchen aus vergangenen Jahren verkauft hat. Das klingt jetzt vielleicht komisch, da man denkt, wozu sollte ich jetzt ein Bändchen aus einem vergangenen Jahr benötigen? War allerdings für mich wirklich sehr toll, da wir uns entschieden haben, nur den Samstag zu, da wir uns entschieden haben, nur den Samstag auf dem Amphi zu verbringen. Und so hatten wir nur ein Tagesbändchen aus Pappe, in Rot. Das war jetzt nicht so eindrucksvoll. Und da ich auch ein richtiges Amphibändchen als Erinnerung haben wollte, habe ich mir dann passend zu meinen Lieblingsfarben dieses violette Band geholt aus vergangenen Jahren. Es war von 2018. Aber es spielt für mich keine Rolle, da ich so nun auch ein Bändchen aus diesem Bereich habe. Und aber das spielt für mich keine Rolle, da ich so nun auch ein schönes Bändchen als Erinnerung habe. Ja, im Anschluss an unsere Shoppingtour waren wir natürlich auch noch unterwegs, um den Bands zu lauschen und haben uns dann später auf das Schiff begeben. Dort haben meine beste Freundin Alice in her Party Dress, einige andere Freunde und ich dann zwei Bands gelauscht, unter anderem Cellophane. Das hatte ich jetzt vorher auch noch nie gehört. Das war aber auch sehr, sehr interessant und auch etwas Neues für mich. Das war wirklich sehr schön anzuhören. Auch die Sängerin, die hatte einen sehr interessanten Stil und Auftreten. Das fand ich auch sehr faszinierend. Und im Anschluss daran kam Clan of Cymox. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Band aus dem Wave-Bereich. Wirklich sehr hörenswert. Die einmal live zu sehen war auch sehr toll. Im Anschluss daran hätten dann noch Lebanon Hannover gespielt. Aber da ich aufgrund der stickigen Luft in dem Schiff Kopfschmerzen bekam, habe ich mich dann von den anderen verabschiedet und bin dann alleine draußen nochmal ein bisschen rumgelaufen, habe dort auch nochmal so Leute getroffen. Und das war dann auch sehr angenehm. Wir haben uns dann später noch einmal getroffen. Allerdings muss ich sagen, dass ich an diesem Festival wirklich das Große losgezogen habe in Sachen Pech. Gegen Abend hatten wir beide nämlich erstmal starke Kopfschmerzen und auch später dann Halsschmerzen. Und dann haben wir schon uns überlegt, einfach früher zu gehen, haben uns dann noch gedacht, wir schauen einmal auf dieser Aftershow-Party kurz rein. Da hat es uns dann aber auch nicht lange gehalten. Da haben wir einmal kurz der Musik gelauscht, mal den Ort genauer betrachtet, aber die Schmerzen wurden dann bei mir immer stärker und so haben wir uns dann entschlossen, einfach schon den Heimweg anzutreten. Und glücklicherweise war es bei ihr am nächsten Tag dann schon wieder rum. Also sie hatte dann wirklich Glück und war wieder gesund. Und bei mir wurde es dann richtig, richtig schlimm. Ich durfte dann auch noch mit einer sehr starken Grippe nach Hause fahren mit dem Zug. Das war alles wirklich eine absolute Katastrophe. Und das ging dann auch noch so weiter. Es hat sich über 3 Wochen hingezogen. Ich war richtig lange krank und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Auch mit Husten und allem. Und nach 3 Wochen dann habe ich es auch nicht mehr ausgehalten. Dann bin ich auch endlich nochmal zum Arzt und ja, ein kurzer Blick. Und dann hatte ich eine Seitenstrangangina. Das habe ich auch vorher noch nie gehabt. Dann durfte ich wieder 1 Woche warten und natürlich auch in der ganzen Zeit nicht in die Bar gehen. Das heißt, ich durfte nichts rauchen. Ja, was ich halt persönlich sehr gerne mache, ab und zu mal in die Shisha-Bar. Ja, war jetzt nicht das Schlimmste, aber ich war dann einen Monat nicht dort. Die müssen dann auch denken, wo ich bleibe, da ich dort echt ein Stammkunde bin. Aber wie gesagt, also einen Monat lang richtig krank. Alles in allem war mein Eindruck vom Amphi dann auch nicht mehr so der eindrucksvollste. Und auch aufgrund dem, was danach kam, habe ich mich auch entschlossen, dieses Festival erstmal nicht mehr zu besuchen. Wie gesagt, es hatte seine schönen Momente, aber so im Großen und Ganzen kam dort jetzt bei mir auch die Festivalstimmung nicht so ganz auf. Und ich bin auch sehr froh, dass wir den zweiten Tag nicht gebucht hatten, da ich auch gar nicht voraussehen konnte, dass ich den auch gar nicht hätte besuchen können. Und ja, wir hatten auch nach dem ersten Tag quasi schon alles gesehen und waren damit eigentlich auch schon zufrieden. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video aufnehme, bin ich seit knapp 1 Woche wieder gesund. Naja, so einigermaßen.
Mittlerweile ist wieder so ein leichtes Hüstelchen da, aber ich hoffe, das geht auch wieder vorbei. Und ja, wie gesagt, vorher war ich noch nie so lange am Stück krank und da bin ich doch sehr froh, dass es endlich rum ist. Ja, auch aufgrund meiner kleinen negativen Meinung am Ende hoffe ich doch, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch das Haul zu Beginn. Und wie gesagt, es war alles in allem trotzdem ein schönes Erlebnis und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos. Bye! We rise against, we'll always hold the line.